Willkommen bei Die Sonne, die Maske des Zorns. So, wir sind ja jetzt mitten auf dem Balken hier. Und unter uns die ganzen Männer. Keine Ahnung, ob ich versuchen soll, hier oben weiterzukommen. Was sich aber doch sicher eher ein bisschen schwierig gestalten wird. Obwohl ich könnte dieses Rohr entlang gehen. Oder die Männer unten ausschalten, aber das ist wohl etwas schwierig. So, ich versuch's mal hier. Mir erst, dass es nicht klappt. Kann ja fast schon nicht sein. So, vielleicht können wir das von oben auch erledigen. Ja, scheint doch zu klappen. Hier ist noch ein Rohr. Ich werde noch meinen Spielesound ein bisschen leiser drehen, da das doch ein bisschen laut ist. Musiklautstärke. Hallo? Vielleicht auf 20 Effekte, 50 Sprache. 70. Gut. Okay, dann versuchen wir über dieses Rohr Was hier zum rüber zu Rauchen kommen. oder Essen? Hm. Nö. Emma's Hardware. So, klappt doch ganz gut, falls ich hier nicht runterfall. Puh, ganz schön aufregend. Ja, ich kann jetzt kein Knochenartefakt nehmen. So ist nur die Frage, wie ich dann hier runterkomme, ohne dass mich jemand entdeckt. Hier ist nämlich einer. Zwei sogar. Und hier ist eine Tür. Okay. So, ich versuch's mal. Obwohl der hier stört mich extrem gerade. Der schlägt doch hier sofort Alarm, wenn ich hier. Ach, und hier kommen die ganzen anderen. Ach Leute, wie soll ich denn das schaffen? Wie soll ich das schaffen? Das ist echt ein bisschen blöd gerade. Keine Ahnung, ich könnte einfach hier reingehen, aber dieser Typ geht nicht weg. Die Irgendwas stehen hier auch Gutes herum. gefunden? Halt's Maul! Ich kann hier unmöglich von hier aus runterspringen. Keine Ahnung, was ich tun soll. Soll ich hier einfach runterspringen jetzt? Nee, es geht nicht. Es geht nicht. Ich könnte sie alle einzeln ausschalten. Das könnte ich machen. Wenn der hier drüben ist, den da hinten ausschalten. Und so weiter. Das könnte aber ein bisschen schwierig werden. Was ist, wenn ich einfach gehe? Ich gehe einfach. So, sie haben mich nicht gesehen. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Sind wieder einige. Bisschen dämlich, die Wachen, wenn mich die nicht gesehen haben, oder? War ich anscheinend sehr schnell. Okay, gut. Hier ist nichts. Langsam, langsam. Brauchst nur einen Schluck. Hast du nicht gehört? Flag Joey. Okay, ich werde das hier speichern. Wenn wir schon so weit gekommen sind, ohne entdeckt zu werden, sollte ich das auch gleich mal speichern, ne? Bei uns verdünnt er den Rest. Ein Teil Elixier, drei Teile Wasser. Ach, das macht das Schlucken leichter. Ja, ich riskiere nicht, die Seuche zu bekommen. Trink bis zum Letzten. Das ist mein Motto. So, okay, die sollen sich hier mal ganz schnell verschwinden. Das Lickjaw ist da hinten schon. Okay, verschwindet. Dann kann ich den hier nämlich nehmen. Einfach. Oh mein
der sieht hier, ja? Das ist nicht gut. Dass die hier, sehen. Kann ich hier auch wieder irgendwo rauf? Nee, oder? Mist! Aber hier ist eine Kette. Da könnte ich dann rauf. Vorausgesetzt, der sieht mich jetzt nicht. Hier ist noch ein Raum. Habe ich gar nicht bemerkt, dass hier ein Raum ist. Das ist natürlich sehr gut, ja? Dann kann ich natürlich von dieser Seite aus gehen. Bunting, dieser Kunsthändler hat Geschmack. Wenn es jemanden in Dunwall gibt, von denen man was klauen sollte, dann ist er das. Wer immer seinen Tresor knackt, kriegt den doppelten Anteil. Slake Joe. So, Futter ist immer gut, da wir ja fast keine Energie mehr haben. Hier ist wieder irgendein Buch, eine Flasche und hier sind die ganzen Wachen. So, okay, wie mache ich das jetzt am blödesten? Mal überlegen. Hier sind Ketten, an denen ich hoch könnte. Ich gehe einfach mal rauf. Oh mein Gott, geh doch rauf! Dämlich, oder was? Ach Gott. So geht's natürlich auch. Bitte geh doch. Vielleicht kann ich die alle einzeln irgendwie erledigen. Ich weiß nicht, warum diese Kette nicht hochging. So, das heißt, wir haben jetzt hier nur mehr einen. Maximal zwei. Ich denke einen. Zwei. Hier oben ist auch noch einer. Also ich weiß nicht, wie ich diese Kette hoch kann. Ob ich diese Kette hier überhaupt hoch kann? Gott, ich versuch's mal so. So, dann kann ich mich vielleicht runterspringen. Oh mein Gott, hier sind ja noch so viele. Hier sind noch vier Typen. Gott, das schaffe ich nicht. Leute, das schaffe ich einfach nicht. Das war jetzt sehr ungünstig von uns, weil wir nämlich wieder Energie verloren haben. Sehr toll. So, dann kann ich den gleich nehmen, egal. Okay. Der nächste. So, ich werde das mal speichern hier wieder mal. Gut. Okay, die schlafen hier. Hier ist noch Futter im Regal. Wer ist denn das? Essen, 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 nehmen, essen. Schließen. Okay, wo sind jetzt die anderen? So, ich schaue jetzt mal, ob diese Tür hier offen ist. Ja, sie ist offen. Sehr gut. Okay. Gut. Durch den Weinkeller. Vielleicht kommen wir so auch hin. Oh mein Gott, hier ist einer. Schnell weg, schnell weg. Hinter das Fass am besten. Okay. Gut. Hey, essen. Elixier.
Sonst gibt's hier nichts. Okay, Slake Joe ist nur mehr 16 Meter von uns entfernt. So, ich speichere nochmal, besser zu viel als zu wenig, auf jeden Fall. Man weiß ja nicht, vor allem bei mir, wo ich mich doch eh so ungeschickt anstelle. Hey, Slake Joe! Hi! Meine Männer hatten recht. Siehst aus wie einer, der zum Töten aufgelegt ist. Ja. So wie ich es sehe, lohnt es sich nicht, hier jemanden umzubringen. Bis auf die zwei Pendletons in der Golden Cat. Hab recht, oder? Siehste, Slackjaw kennt sich aus. Ja, der kennt sich wirklich aus. Reich, gemein und komisch. Schlimmer als die üblichen reichen Säcke. Haben sich schon eine Weile bedeckt gehalten, weiß nicht warum. Aber heute Nacht ist die Golden Cat besonders gut bewacht. Besondere Gäste und so. Und du willst da rein in diese Aufmachung und die Brüder umbringen? Natürlich. Hab vielleicht eine bessere Methode dafür. Wenn du mir einen Gefallen tust, verstanden? Ja, was denn für einen? Jemand, aber ich weiß nicht wer. Tötet meine Männer, wildert in meinem Revier, klaut meine Sachen. Könnte ein Typ namens Galvani sein. Hab meinen besten Mann geschickt, um das zu prüfen, aber er ist verschwunden. Und jetzt brauche ich einen, der guckt, was mit ihm passiert ist. Geh zu dem Haus von diesem Galvani. Er lebt ganz in der Nähe beim Clavering Boulevard. Wenn du das machst, zeige ich dir einen besseren Weg in die Golden Cat. Okay, gut. Gibt's hier noch irgendwas zum Futtern? Du willst illegales Elixier für dich machen? Wozu? Sollst du nicht die Seuche bekommen? Es wird eine leere Flasche benötigt. Missionshinweise. Slake Joe will wissen, was Crowley zugestoßen ist. Er hat Dr. Galvani im Verdacht, der ganz in der Nähe im Clavering Boulevard wohnt. Okay, kann ich diese Flasche hier irgendwo reingeben oder so? Es fehlt eine leere Flasche. Lesen. Bedienungsanleitung. Erstens. Befestige eine leere Elixierflasche an der Düse, bevor du die Maschine einschaltest. Öffne das Ventil, nimm die gefüllte Flasche, wiederholen, bis der Tank leer ist. Keine Flaschen zerbrechen, kein Elixier verschütten, keine Kostproben. An der Düse, bevor du die Maschine einschaltest. Diese Düse hier? Was meinen die denn? Das ist die Düse. Welche Düse denn? Hä? Ich weiß nicht, welche Düse die meinen. Ach, das meinen sie. Ja, und welche Düse jetzt? Ja, wohin muss ich denn das geben? Hallo? Ich habe keine Ahnung. Welche Düse meinen die denn? Hier? Hier. Ich weiß nicht, was die meinen, ganz ehrlich. Ah! Ah! Sokolovs Gesundheitselixier, sehr gut. So, okay, das heißt, unsere nächste Aufgabe ist es, die Pendleton-Zwillinge im Golden Cat zu eliminieren. Das heißt, wir müssen jetzt unbedingt zur Golden Cat, wo auch immer die ist. Nämlich zum Destillierbezirk wieder zurück. Ich weiß nicht, wie wir hier zurückkommen. Ich werde hier nochmal speichern. Besser zu oft als zu wenig, wie gesagt. So, vielleicht kann ich hier... tun mir die jetzt was, oder... nicht. Ich erwürge mal alles, ja egal. Ich habe keine Ahnung, wie die jetzt was tun werden. Aber ich erledige sie auf jeden Fall. Panteria, die Massenmörderin. Yeah. Jack, schlaf. Schlaf bei deinem Kumpel. Okay.
nett. Nichts Besonderes. Hier gibt's noch weiteres Essen. Essen, 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 Essen. No one will keep us from death. So, Essen. Okay, gut, zum Destillierbezirk geht's hier. Das heißt, ich nehme an, wir müssen jetzt wieder da raus. Ich weiß noch nicht, ob wir jetzt alle erledigt haben. Okay, die tun uns mal nichts. Das wusste ich nicht, dass uns die jetzt nichts tun. Ich schleich mal trotzdem da rum, man weiß ja nicht. Wo ist denn jetzt der Destillierbezirk? Achso, hier ist der Destillierbezirk. 91 Meter. So muss ich jetzt nochmal hier rauf, raus. Das ist die Frage. So, ich würde sagen, bevor wir hier nochmal rausgehen und wir ja nicht wissen, ob uns diese Typen jetzt was tun oder nicht, würde ich sagen, wir machen hier einen kleinen Cut. Kann man sich hier hinsetzen? Nö. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann.